Morgen, Hans. Morgen. So, Eberhard hat gerade schon aufgemacht. Dann fahren wir mal rein und geben die Dinger zurück. Ja, hast du? Ja. Wo müssen die hin? Wieder da vorne. Ja. Oh, jetzt hätte ich es fast kaputt gemacht. Dinger stehen hier im Weg, die er hier platziert hat. Ich bin irgendwie, heute Morgen bin ich noch nicht so fit. Aber ich stelle meins mal da hinten rein. Kann man es dort auch einstellen? Dann hast du Platz, um deins da drüben reinzustellen. Ja, das war ein bisschen einfacher irgendwie. So. Ja, ich hoffe, das passt für ihn so. Na, was? Will doch nicht den Traktor verkaufen. Was soll denn das? Hast du deinen schon zurückgegeben? Bin gerade dran. Boah, ja, zurückgeben. Okay. Ja, hab's zurückgegeben. Was machst du denn? Was ist denn das? Ich nehme jetzt mal gerade den Frontlader, dass man die Sämaschine gleich befüllen kann. Aha. Willst du sonst hinten dein Gewicht dran machen? Aber irgendwie habe ich, glaube ich, einen großen Frontlader jetzt. So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich den Pflug hier loswerde. Weil den hat er noch nicht. Jetzt kann er. Jetzt nimmt er ihn zurück. So, und zur Bank wollte ich noch kurz. Ich gehe mal kurz hier an Automaten, weil wir müssen ein bisschen Geld abheben, sonst können wir kein Saatgut mehr kaufen. So. Gut. Du hast jetzt aber nicht nach meinem PIN geguckt, oder? Nicht, dass du hier mir Geld klaust. So, okay. So, was brauchen wir? Wir brauchen zweimal Saatgut, oder? Und einmal Mineraldünger. So. Ich hoffe mal, das reicht. Schmeißt ja das Zeug hoch. Ah, ist schon voll. Ja. Was? Ging aber flott. Es hat ja nur so wenig Platz. Dann stell das irgendwie an den Rand. Okay. Moment, den Dünger machen wir noch rein. Weißt du was? Ich fahr sonst so hin, dass du einfach den Dünger einfach aufheben musst und nicht nach vorne. Sonst kann es sein, dass du umkippst oder so. Oder halt irgendwie der Ding wieder runterfällt. So, jetzt kannst du gerade zurückfahren. Bisschen hoch. Noch ein bisschen die Leiter. Es passt. So. Ja. Gut. Auch voll. Sehr Boah. gut. Jetzt muss ich hier Eieiei. Das war aber. schließen. Oder willst du diese zwei Dinger mitnehmen zum bisschen? Ich guck mal, dass ich beide mitkrieg. Okay. So nicht. Sollte ich zuerst meins oder bist du?
Ist egal, welches Feld. Okay. Würde ich sagen, fange ich mal mit dem Kleinen an. Nehme noch kurz mein Gewicht mit, dass es sicher ist. Okay. So. Und sonst kannst du es ja mal bei mir hinstellen. Ja. Ach, die Passagiere, die Leute, die einfach drüber laufen, die Autos, ja. So. Aber es sieht schon mal gut aus. Ich verstehe einfach nicht, wieso dass die Leute so komisch laufen. Und einfach drüber laufen und die Autos so mit in der Bahn fahren. Ja. Die denken halt, sie sind die Chefin hier. Ja. Ah! Fast den noch erwischt. So, ich weil bin ich auch ausweichen musste. Ich bin schon mal hinter dir. Jetzt muss man hier den links. Aber ich kann auch da vorne. Na, ich stell dir die zwei Paletten mal da auf den Weg. Ja, meinst du? Ja. Bisschen rasant unterwegs. Achtung. Oder ich stell sie beim Nachbarn mal kurz hin. Pass auf. Was machst denn du in der Zeit? Musst du noch? Nee, du kannst. Was sollte ich denn sehen überhaupt? Soja. Das ist das, was aussieht wie Bohnen. Bohnen, okay. Dann so. Einfach hier. Was muss man noch machen? Hier B. V und B. Ist das jetzt so? Okay. Ja, so passt's. Sehr gut. Muss ich auch wieder sehr lang durchfahren. Gut. Ich gehe mal noch die andere Palette holen. Dann fahre ich vielleicht unseren Trailer, unseren LKW wieder hoch. Ah, nicht versenken. Ja, unser erstes Feld, was wir hier anbauen. Ist doch auch schon mal was. Ja. Ich glaube, ich hole uns noch eine Düngerpalette. Dann können wir den normalen Dünger auch noch befüllen. Brauchen wir ja. Das doch noch. Brauchen wir ja auch. Ja, aber wir müssen ja die Felder mehrfach düngen. Wir wollen ja viel Ertrag haben. Ja, gut. Der Eberhard gibt uns das bestimmt.
Ja, ich bin schon zufrieden, wenn wir irgendwann unseren eigenen Hof haben. Ja, wäre eigentlich schon noch sehr nice. Dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Müssen wir nicht immer zum Eberhard und alles holen. Die Kirche ist halt schon übelst laut. Kirchenglocke. Ja. Die höre ich nie. Gut, du bist auch näher dran. Ja, jedes Mal, wenn ich Trotzdem. vorbeifahre, bimmelt die. Okay. Hui. Guten Tag, junge Frau. Hat die mir gerade ins Ohr gehaucht? So gut, die Paletten stehen da. Okay. Und Frontlader lasse ich auch mal gerade da. Den brauche ich ja jetzt im Moment nicht. Gut, dann stelle ich kurz meinen Traktor hoch. Dann hole ich mal drüben wieder Den. den LKW, unseren Tatra. Wieder Bäume fällen. Ja, damit alles oben steht, wenn wir es brauchen. Okay. Gut, der ist hier neben dran, oder? Ja, da muss ich halt kurz runterlaufen. Kleinen Abendspaziergang. Es sollte nicht schaden. Laufen ist gesund. So, gut. Also, kurz mal Jogging. Und dann, wenn der oben steht, bin ich am Überlegen, ob ich heute Nacht noch ein paar Bäume fäll. Okay. Straße frei, dann können wir auf der Straße rennen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Birken hier an der Ecke Und da. fällen können. Ja, die können wir fällen. Also es wird auch mal noch eine Aufgabe. Gut, ich hoffe auch, dass man ein bisschen auf immer an dem Rand und Feldern oder auch beim Weg. Weil wenn man dort jedes Mal durchfährt und dann aufpassen muss man, dass man die Bäume nicht mitreißt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, warum ist denn hier schon gepflanzt? Hier ist schon was gewachsen. Aha. Ging aber flott. Okay. Und auf der Seite, wo du angefangen hast, noch nicht. Ah, hinten auch. Naja, gucken wir mal. So. Gut, dann fahre ich mal einen LKW rüber.